So, hier geht es jetzt weiter mit den spannenden Fragen der Schülerinnen, die heute bei uns im Studio sind. Frau Brilowski, Sie kennen vielleicht Kreuzverhöre schon aus dem Berufsalltag, aber jetzt machen wir das Ganze mal umgedreht und Sie müssen die Fragen beantworten. Ich versuch's. Wie fühlen Sie sich? Ja, jetzt weiß ich, wie man sich auf der anderen Seite fühlt. Ja. Okay, ich erkläre noch mal ganz kurz auch für Sie die Regeln. Wir hören gleich die Fragen der Schülerinnen im Studio und Sie haben jeweils genau 12 Sekunden Zeit, die Fragen zu beantworten. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist ein Buzzer zu hören und wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage. Seid ihr alle bereit? Perfekt, dann starte bitte mit deiner ersten Frage. Hat Corona Ihren Alltag verändert und wenn ja, wie? Ja, also wir haben zum einen natürlich einen ganz anderen Bereich, den wir auch überprüfen müssen. Also gerade am Bahnhof die Maskenpflicht, die muss eingehalten werden, das müssen wir überprüfen. Und auch selber, wir müssen auch die Hygienevorschriften natürlich einhalten. Das ist manchmal nicht leicht. Sie haben es eben mehr oder weniger schon beantwortet, aber wie gut lässt sich Familienleben und Beruf vereinen? Genau, da ist grundsätzlich geht das ganz gut. Natürlich muss man mit dem Schichtdienst immer ein bisschen schauen. Ich habe selber zwei Kinder zu Hause. Da muss ich natürlich schauen, wann bin ich zu Hause, dann vielleicht auch Unterstützung von der Familie dann dazu holen. Aber der Arbeitgeber gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass man Teilzeit oder irgendwas macht. Würden Sie was verändern, wenn Sie die Macht hätten? Ich würde auf der Welt wahrscheinlich so einiges verändern, wenn ich die Macht hätte. Bei der Bundespolizei, also ich glaube, dass gerade die jungen Leute auch dieser Fortschritt in die Digitalisierung könnte halt schneller tatsächlich passieren. Das fände ich schön. Finden Sie, dass fair für Ihre Leistungen bezahlt werden? Ja, wir werden fair und gerecht bezahlt. Also wir verdienen relativ gut. Das ist ja auch eine der bestbezahltesten Polizeien. Also da können wir uns nicht beschweren. Gab es schon mal eine Situation, in der Sie sich gewünscht haben, kein Polizist zu sein, sondern Zivilist? Nein. Natürlich gibt es Situationen, wo ich denke, oh mein Gott, jetzt würde ich gerne auf der anderen Seite stehen oder irgendwo einfach nur abseits und zugucken. Aber ich bin natürlich gut ausgebildet und in der Situation denke ich gar nicht über sowas nach, weil ich einfach dann funktioniere. Also, jein. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Demo in einer sehr kritischen Situation und Sie kommen vom Verwandten oder Sie sehen Familienmitglieder. Wie reagieren Sie dann darauf? Ja, das trainieren wir auch schon in der Ausbildung, dass diese Situation natürlich kommen kann, dass man da jemanden kennt. Da können wir uns auch ablösen lassen von Kollegen. Also wenn wir wirklich die Befangenheit haben, dann kann ich einen Kollegen holen und sagen, hier, das bitte übernimm du. Oder ich gehe ein bisschen zurück und nehme mich zurück in der Situation. Ja, vielen Dank, Maila, Julina und Sarah, für eure Fragen. Ich würde sagen, die waren auch wieder sehr knifflig, aber sie haben das super gemeistert und sehr auf den Punkt beantwortet.